Wenn du wissen willst, wie du Wachteleier lange haltbar machen kannst und dabei nebenher noch so ein schicker Blickfang entsteht, dann bleib jetzt dran. Die hier sind übrigens 17 Monate alt und immer noch nicht verdorben. So, das war schwer aufzukriegen. Ihr seht's, mindestens haltbar bis 4.11.21. Das heißt, ich habe es am 4.9.21 abgefüllt. Diese Eier sind fast anderthalb Jahre alt und es ist quasi kein Vergang dran. Der Sud ist ein klein wenig trüb, aber es stinkt nicht. Ich werde es jetzt einfach mal probieren. Es fühlt sich nicht unangenehm an. Das Ei weiß ist nicht mehr ganz weiß. Es ist ein klein wenig braun. Ja, nicht schmierig, gar nichts. So sieht's drinnen aus. Sehr schön cremiges, also wirklich sehr schön cremiges Eigelb. Von der Farbe her, ja, etwas angegangen, angelaufen, aber sehr lecker. Und soll man gar nicht denken, trotz des Salzgehalts, es schmeckt salzig, aber nicht übermäßig. Also, ich zeige euch, wie ihr die Eier so und so auch so lange haltbar macht. Jo, was ihr dafür braucht, jede Menge Eier. Also ich habe jetzt jede Menge Eier. Ich habe einfach mal den Eierschrank geplündert. Und das hier sind Eier, ja, die mal so dreieinhalb, vier Wochen alt sind. Demzufolge nicht mehr verkaufsfähig. Ich schaffe es auch gar nicht, so viele zu essen. Wichtig ist, die sauber zu machen. Das tue ich gerade hier. Deswegen liegen die hier im Wasserbad. Und auf Bruch kontrollieren. Auch, ja, klingt ein bisschen doof, weil zum Schluss machen wir die Eier sowieso kaputt. Aber es wäre schon gut, wenn die heile sind, wenn wir die kochen. Guter Indikator übrigens, das mit dem Wasser. Wenn ihr dann hier solche Eier habt, die oben drauf schwimmen, da sieht man es auch, kaputt. Da kann man sich dran orientieren. Wenn ihr eine Charge Eier habt, die alle oben drauf schwimmt, dann sind die tatsächlich entweder schlecht gelagert gewesen oder wirklich schon sehr alt. Ja, hier, schätzt einfach mal, wie viele Eier das sind. Ich zähle sie beim Saubermachen. Das will ich euch aber jetzt hier nicht antun. Das wird eine ganze Weile dauern. Bis gleich. So, alle Eier abgewaschen. Da sind noch ein paar in der Schüssel. Die meisten sind schon im Topf. Da kommt ihr aus der Schüssel gleich mit dazu. Wenn du geschätzt hast, dass das 365 Eier sind, dann hast du dir gerade Ruhm und Ehre verdient. Ich werde jetzt noch ein paar Eier dazu machen. Ein paar habe ich noch. Und dann geht's weiter. So, ein riesengroßer 12-Liter-Topf. Gut, dass ich den habe. 379 Eier haben da jetzt reingepasst. Und ich glaube, es wäre noch ein bisschen Luft. 400, vielleicht 500 wollen wir auch reinkriegen. Das den jetzt auf den Herd und kochen lassen. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Bestimmt Minimum eine Dreiviertelstunde, vielleicht eher eine Stunde. Ist nicht die Kochzeit, sondern das dauert ewig, bis diese Menge Wasser mit den Eiern im Topf kocht. Also, ich stelle das an. Und in der Zwischenzeit kann ich dann gleich mal den Sud vorbereiten. Für den Sud rechnet am besten, ja, so etwa 65% des Glasinhaltes für die Flüssigkeit. Ich habe das hier gerade mal ausgetestet. Ich brauche für die kleinen Gläser, wie ich sie euch anfangs eins gezeigt habe, ungefähr 200 Milliliter Flüssigkeit. Das heißt, für 40 Gläser, die ich vorbereitet habe, benötige ich 8 Liter. Blöderweise habe ich so einen großen Topf nicht mehr. Also muss ich zwei Durchgänge machen. Ich habe jetzt hier einen Topf mit 4 Liter. Erfahrungsgemäß pro Liter Wasser brauchen wir 70 Gramm Salz. Bei 4 Litern brauche ich jetzt hier 280 Gramm Salz. Zwiebel kann nie genug sein. Ich habe jetzt allerdings nicht so wirklich viele hier. Das heißt, auf 4 Liter nehme ich
eine Zwiebel und die gebe ich gern kleingeschnitten in solchen Teebeuteln da rein. Warum? Ich muss sie hinterher nicht wieder rausfuddeln. Das Blöde ist nämlich, klar, die Zwiebel kann auch grundsätzlich drin sein, die kann auch mit ins Glas, aber je länger du das Glas stehen lässt, umso mehr zersetzt sich die Zwiebel und das gibt dann halt so einen kleinen Matscherand unten. Die Zwiebel ruhig mit der Schale klein schneiden da reingeben, weil wer dem Ganzen etwas Farbe verleihen möchte, braucht auch Zwiebelschale. Gebe ich auch in so einem Beutelchen rein, kriege ich dann nämlich richtig schön wieder raus. Dann gebe ich Piment hinein. Das mache ich frei Schnauze. Schlussendlich soll es so sein, dass ein paar Körner in jedem Glas drin sind. Also das ist jetzt hier, keine Ahnung, wie viel das sind. Muss ja auch schön aussehen. Und für eine anständige Würze bunten Pfeffer. Du kannst auch schwarzen Pfeffer nehmen, du kannst weißen Pfeffer nehmen. Völlig Wurst. Ich finde den bunten Pfeffer ganz schick. Auch da kann ich dir keine Mengenangabe geben, weil zum Schluss soll es cool aussehen. Und es muss ein bisschen Pfeffer in jedem Glas drin sein. Hier habe ich jetzt so ein Glas gehabt, da waren 160, 165 Gramm drin. Die Hälfte davon habe ich jetzt hier in den 4 Liter Topf gehauen. Das Ganze jetzt schön aufkochen, gern 10 bis 15 Minuten kochen lassen und dann sehen wir uns wieder. Übrigens, die Eier kochen jetzt auch. 15 bis 20 Minuten kochen lassen, dann können wir sicher sein, dass das Ganze relativ keimfrei ist und keimfrei brauchen wir es ja. Und dann geht's weiter. Der Sud kocht und ihr seht, was der für eine geile dunkle Farbe hat. Das kommt vorwiegend von der Zwiebelschale. Wenn das Ganze nachher fertig ist, heißt, wenn die Eier fertig sind, die Teebeutel rausnehmen. An die Seite legen kann ich definitiv für den nächsten Sud nochmal verwenden. Und ja, ich mache aber trotzdem eine Zwiebel nochmal neu, aber mit der Zwiebelschale, das ist ganz gut. Ich habe die Gläser vorbereitet. 20 Gläser habe ich jetzt hier stehen und ich habe mir überlegt, dass ich bei der ersten Charge dann auch mal Lorbeerblätter mit da reingebe. Das heißt, jeweils ein bis zwei, wenn sie recht klein waren, Lorbeerblätter unten reingelegt. Darauf kommen dann die Eier, wichtig ist, angebrochene Eier. Und das Ganze wird mit dem Sud aufgefüllt, der dann noch sehr, sehr heiß sein sollte. Und wird dann verschlossen. Aber dazu gleich mehr. Weil ich eine sehr große Menge Soleier machen möchte, habe ich einfach mal das Ding zum Einsatz gebracht und missbrauche das gerade, um eine sehr große Anzahl Gläser zu sterilisieren. Ganz praktisch dafür. Einfach Zeit einstellen, wie lange wir sterilisieren wollen, auf Entsaften stellen und machen lassen. 20 Minuten Kochzeit der Eier sind rum. Jetzt kommt der unangenehme Teil. Die Eier werden nicht abgeschreckt. Sie sind verdammt heiß. Und jetzt muss jedes Ei angebrochen werden, weil wir wollen ja, dass der Sud da schön einzieht. Ich mache das dann immer so, dass ich dieses Ei auf ein Handtuch packe und dann mit einem Löffel von einer Seite anschlage oder andrücke. Und dann geht es darum, diese Eier in die Gläser zu geben. Ich weiß, dass in die kleinen Gläser ungefähr 8 bis 9 Eier reinpassen. Kommt auf die Größe derselben an. Es sind ein paar kleine Eier dabei. Und dann können es auch 9 bis 10 werden. Ja, das wird jetzt hier eine knifflige Angelegenheit. Währenddessen lassen wir die restlichen Eier auf ganz kleiner Flamme weiterhin heiß kochen. Den Sud ebenfalls auf kleiner Flamme weiterlaufen lassen, weil wir brauchen den ja richtig schön heiß. Ich mache die hier vorhandenen Gläser jetzt fertig, fülle die,
wie gesagt, mit 8 bis 9, vielleicht auch 10 Wachteleiern und bin dann gleich wieder da, wenn es ums Sud auffüllen geht. So, die Eier sind abgefüllt, der Sud ist noch heiß. Es geht ans Abfüllen. Ein Großteil vom Piment und Pfeffer bleibt oben drauf schwimmen. Das kann man vorher so ein bisschen runternehmen und auf die Gläser schon mal verteilen, damit wir sicherstellen können, dass überall was drin ist. Weil das macht das nachher beim Ziehen, beim Nachziehen, wenn die Gläser also alt werden, macht es das tatsächlich aus an Würze. Also ich kann euch sagen, diese fast 1,5 Jahre alten Eier, ich habe in der Zwischenzeit noch ein bisschen weiter genascht, haben im Eigelb einen wunderbar würzigen, pfeffrigen Touch. Richtig lecker. Das kommt dann halt davon, dass die Pfefferkörner hier mit aufgekocht sind. Ich glaube, der Großteil des Pfeffers ist unten, sodass wir jetzt wahrscheinlich erstmal vorwiegend die Pimentkörner, die oben schwimmen, aufgefüllt haben. Ja, aber wir haben jetzt überall was drauf und was drin. Und dann können wir hier immer ein bisschen rühren und füllen das Ganze bis kurz unterm Rand mit dem Sud. Nicht allzu viel Zeit lassen, beim Deckel drauf drehen, erstmal grob drauf die Teile. Auch die Deckel habe ich vorher abgekocht. So, dann heißt es, ein Handtuch zur Hand nehmen, diese Teile schnell drauf, Deckel festziehen. Da braucht es ein bisschen mehr Kraft. Dass die schön fest angezogen werden. Und dann ist das Ganze fertig. Man kann das natürlich auch nochmal, weil durch das Heiße ist es natürlich etwas extrem. Nehmen wir es so und drehen so nochmal den Deckel richtig fest. An die Damen unter euch, wenn es mit der Griffkraft nicht ganz reicht, dann einen freundlichen Herrn dazu holen, der euch die Gläser anständig zudreht. Ja, ich mache jetzt weiter, bis ich die Gläser befüllt habe und dann sehen wir uns gleich nochmal. 21 Gläser sind fertig und ihr seht, es sieht richtig toll aus. Beim Sud habe ich mich etwas vertan. Von den 4 Litern sind bestimmt noch locker 1,5 Liter übrig. Ich fülle dann einfach nochmal 1 Liter Wasser nach, gebe die Beutelchen nochmal rein. Würze ist augenscheinlich genug drin. Ich gebe mal noch eine Handvoll Piment und Pfefferkörner mit rein. Ja, und dann kann ich die restlichen Gläser auch noch fertig machen. Was passiert jetzt weiterhin? Die Gläser bleiben bei Zimmertemperatur stehen und wir warten ab, dass sich die Deckel einziehen. Das Ganze sieht man dann nämlich sehr schön. Hier sieht man jetzt, der Deckel ist noch aufgebläht. Das liegt an der Hitze da drin. Wenn allerdings der Sud und die Eier da drin abkühlen, dann zieht sich die, also verliert die Flüssigkeit, die Füllung, etwas an Volumen. Und wenn die Gläser jetzt anständig fest zugedreht sind, dann entsteht ein Unterdruck da drin und die Deckel ziehen sich schön fest. Das sorgt dann schlussendlich dafür, dass das Ganze faktisch Ewigkeiten haltbar ist. Zur Haltbarkeit, ja, ist immer ein bisschen schwierig.
wenn sauber gearbeitet wird und tatsächlich diese 7% Salz eingehalten werden, also 70 Gramm Salz auf 1 Liter Flüssigkeit, die Eier auch entsprechend lange gekocht sind, dann würde ich ohne Bedenken sagen, 2 Monate haltbar. Stellt es bitte dunkel. Ich habe dafür meinen Eierschrank. Da drin herrscht faktisch Zimmertemperatur. Das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch. Das Salz konserviert und schützt. Und ja, das Ganze ist dann über die 2 Monate hinaus haltbar. Je nachdem, wie mutig ihr seid. Zwischenzeitlich ist etwas über eine Stunde vergangen. Ich habe die anderen Eier auch alle bereits in Gläser abgefüllt. Und so ein klein wenig kann man das hier sehen und erahnen. Es haben sich mittlerweile alle Deckel von der ersten Charge mit dem Lorbeer schon gut nach innen gewölbt. Mal gucken, ob man das hier irgendwie so ein bisschen, so ein kleines bisschen sieht man es. Also die Wölbung geht nicht nach außen, sie geht nach innen. Und damit ist ein Vakuum in den Gläsern gegeben. Und daran kann man auch sehr gut erkennen, ob die Gläser noch gut sind oder nicht. Wenn es dann nämlich zu einem, ja, nach außen Beulen der Deckel kommt, dann dürft ihr euch sicher sein, ist irgendein Problem in den Gläsern, ist vielleicht unsauber gearbeitet worden oder irgendein Ei war nicht gut, dann natürlich nicht weiter stehen lassen, sondern gleich entsorgen. Ja, ihr Lieben, das war's von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Kommentare, Anregungen, Hinweise gerne unter das Video. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und ja, ich weiß, ich wollte 3 Minuten Videos machen. Ich habe es versucht, so kurz wie möglich zu halten, aber es ging halt nicht anders. Also, bis demnächst, ihr Lieben.